Freitagnachmittag, ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Und der Eifelzoo im rheinland-pfälzischen Lünebach, der hatte heute Vormittag Löwen, Tiger und einen Jaguar vermisst. Aber die Tiere sind inzwischen alle wieder eingefangen. Und mittlerweile sind die Raubtiere auch wieder in ihrem Gehege. Derzeit würden die Zäune geprüft, das sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung Bitburg. Durch ein Unwetter war der Fluss über die Ufer getreten und hatte die Zäune unterspült. So konnten die Tiere aus den Gehegen ausbrechen. Ein Bär wurde erschossen. Der Eifelzoo ist ein privater Familienbetrieb. Und um 15.30 Uhr erwarten wir Details zu diesen Vorfällen. Da soll es eine Pressekonferenz geben der Kreisbehörde im Katastrophenschutzzentrum in Bitburg. Und wir übertragen die Pressekonferenz live hier bei Welt. Seit 6 Uhr heute früh gelten sie auch für europäische Unternehmen, die US-Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte. Die EU holt nun zum Gegenschlag aus. So will sich die EU-Kommission den Strafzahlungen aus den USA geschlossen entgegenstellen. Sie kündigte ihrerseits neue Zölle auf US-Waren an. Außerdem will die EU Klage bei der Welthandelsorganisation einreichen. Die Bundesregierung hält die US-Zölle für rechtswidrig. Ja, Michael Willenweber zugeschaltet aus Berlin. Also bis zuletzt, Michael, hatte man ja wirklich noch auf eine Ausnahme für die EU gehofft. Also wie sind die Reaktionen nun aus Deutschland und auch aus der EU auf diese US-Zölle? Das hat ja alles Verhandeln nichts gebracht. Also man hatte gehofft, aber ich glaube in den letzten Stunden dann auch nicht mehr damit gerechnet, dass das noch etwas werden wird. Ja, die EU-Kommission wird klagen vor der Welthandelsorganisation und bereitet ja ebenfalls dann Zölle, Strafzölle für die Amerikaner vor. Die Liste ist ja lang, über 100 Produkte sind da im Gespräch, um einen Warenwert von 2,8 Milliarden Euro geht es da. Das ist ungefähr die Hälfte dessen, was die Amerikaner durch ihre Zölle dann zusätzlich besteuern werden. Also es sieht so aus, als ob wir da tatsächlich in einen Handelskrieg hineintreiben, es sei denn, man findet dann doch noch eine Lösung. Denn wenn die Europäer reagieren, ist eigentlich fast schon mitzurechnen, dass der Amerikaner vielleicht seine Drohungen wahrmacht und Zölle auf deutsche Autos zum Beispiel dann auch noch zusätzlich erhebt. Das wäre dann die Eskalation, die wir alle nicht wollen. Steffen Seibert, der Regierungssprecher, hatte sich heute Mittag ebenfalls geäußert. Verhalten vielleicht ein bisschen. Die angeführten Gründe der nationalen Sicherheit tragen nicht. Das ist unsere einheitliche Haltung. Wir sehen die Gefahr von Eskalationsspiralen. Also es spricht ja niemand von gekapptem Gesprächsfaden. Aber wir müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass die USA jetzt eine Entscheidung getroffen haben, keine dauerhafte Ausnahme zu gewähren, Strafzölle zu verhängen. Und die werden wir in der Europäischen Union miteinander gemeinsam analysieren. Die Europäische Union hat die notwendigen Vorbereitungen getroffen, mit entsprechenden Gegenmaßnahmen reagieren zu können. Michael, aber wie hart treffen denn nun die USA die Sanktionen, die Europa erheben will? Und zieht die EU da wirklich an einem Strang? Also zuerst einmal Wilbur Ross, der amerikanische Handelsminister, der tut ja so, als ob die anstehenden europäischen Sanktionen, Zölle, dass das Peanuts seien. Das drückt ja weg nach dem Motto, das tut uns nicht weh. Zumindest war das ein wenig seine Marschroute. Und ansonsten Europa ja, und Deutschland vor allen Dingen. Bisher ist das auch nicht so gravierend, was die Amerikaner da machen, heißt es zumindest bei den Wirtschaftsexperten. Autozölle, das würde uns doch deutlich dann mehr treffen. Und so einig ja Europe United, wie es der Außenminister formuliert hat, so united sind wir vielleicht am Ende dann doch nicht. Denn wenn man genau hinhorcht bei den Reaktionen, zum Beispiel aus Deutschland und aus Frankreich, dann hört man doch heraus, dass in Frankreich eine deutlich härtere Position vertreten wird. Es wird nicht verhandelt, solange es diese Zölle gibt. Ich glaube, auf deutscher Seite ist man da konzilianter und versucht vielleicht dann trotzdem noch irgendwie einen Weg zu finden. Michael Willenweber, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Soweit also die Reaktionen von Politik und Wirtschaft. Aber welche Auswirkungen kann so eine Spirale von Strafzöllen auf beiden Seiten für normale Verbraucher in Deutschland haben? Sie werden auf jeden Fall einen Teil der Zeche zahlen müssen. Insgesamt sollen ja US-Waren im Wert von 2,8 Milliarden Euro mit einem Aufschlag belegt werden. Was das bedeutet, dazu Tobias Stamberger. Jeanshosen, Orangensaft oder Motorräder, all diese Produkte könnten teurer werden. Denn der Zollzoff zwischen der EU und den USA, er wird sich wohl auch auf den Geldbeutel deutscher Verbraucher auswirken. Unsicherheit herrscht bereits seit Wochen bei den Harley-Davidson-Händlern wie hier in Emsbüren. Ich vermute, dass es erst zu einem erhöhten Kauf oder zum Vorziehen eines Kaufs
führen wird und eventuell, wenn dann tatsächlich Strafzölle sich durchsetzen sollten, dass dann so ein bisschen ein Tal kommt, aber vielleicht über 1, 2, 3 Monate. Denn die Harley-Davidson-Motorräder oder auch der Whisky könnten sich um den vollen Zollsatz verteuern, wobei die EU die Höhe bislang nicht bekannt gegeben hat. Weniger stark fallen die Aufschläge hingegen aus, wenn die Produkte in Deutschland verarbeitet werden, zum Beispiel Kartoffeln zu Chips. Das, was jetzt an Strafzöllen und an Gegenmaßnahmen geplant ist, ist wirtschaftlich relativ unbedeutend. Deshalb die Strafzölle beziehen sich auf ein relativ spezifische Produkte, die in Wahlkreisen hergestellt werden von einflussreichen Republikanern. Doch findige Händler könnten jetzt versuchen, beispielsweise mehr Tomaten aus den Niederlanden zu beziehen statt aus den USA. Dadurch wird das Angebot verknappt, die Folge höhere Preise. Richtig problematisch dürfte es aber erst werden, wenn sich der Handelsstreit mit Donald Trump weiter zuspitzt. In Spanien hat das Parlament heute den konservativen Regierungschef Mariano Rajoy gestürzt. Das Misstrauensvotum gegen ihn wurde von 180 Abgeordneten unterstützt, 4 Stimmen mehr als erforderlich waren. Rajoy war seit Ende 2011 spanischer Regierungschef und führte das Land aus der schweren Wirtschafts- und Finanzkrise. Nachdem mehrere Zeugen befragt wurden, gibt es neue Erkenntnisse zur Messerattacke im Intercity nach Flensburg. Der getötete Angreifer aus Eritrea soll demnach zuerst die Polizistin attackiert haben. Als sie in Flensburg aussteigen wollte, sei er mit einem Küchenmesser auf sie losgegangen. Ein Mitreisender wollte dann helfen und er wurde ebenfalls verletzt. Die Polizistin erschoss den Täter schließlich. Der 35-jährige Mann hat auf diese Hilferuf reagiert, hat sich dort eingemischt, hat versucht, die beiden zu trennen und ist dann selber sozusagen Gegenstand eines Angriffs geworden. Ist dann zu Boden gekommen, lag auf dem Rücken und in dieser Situation ist er von dem späteren Getöteten nochmal mit dem Messer verletzt worden. Und in diesem Augenblick ist es dazu gekommen, dass die Polizeibeamtin, die in Uniform und mit Waffe unterwegs war, mit ihrer Waffe 2 Schüsse abgegeben hat und letztendlich den Angreifer getötet hat. Der Sommer mitten im Frühling geht weiter, doch die große Hitze bringt auch heftige Unwetter mit sich. Vor allem im Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg verabschiedete sich der Mai geradezu dramatisch. Ja, und heute, da zeigt sich nun tatsächlich das ganze Ausmaß der Wassermassen, die da über mehrere Regionen hereingebrochen sind. Es sind Bilder wie nach einem Erdbeben. Kurz zuvor hat sich eine Wasser- und Schlammlawine durch den Ort gewälzt, reißt Autos mit, die in Hauswände gedrückt werden. Von allen Seiten strömen die Wassermassen nach heftigen Niederschlägen in die saarländische Gemeinde Kleinplittersdorf. Die Lage sei dramatisch, heißt es in den Rettungsstellen. Hunderte Notrufe gehen ein. Obwohl wir großes Regenrückhaltebecken im Bungert haben, und entweder ist es voll, da gehe ich noch hin, aber das kann man sich nicht vorstellen. Vielerorts laufen die Keller voll, Straßen werden überflutet und Pferde werden in letzter Minute von den Kuppeln gerettet. Nun beginnt das große Aufräumen. Auch die Bahn hat zu kämpfen. Auf der Eifelstrecke fährt eine Regionalbahn in eine Schlammlawine, entgleist. Glücklicherweise gibt es keine Verletzten. Vollgelaufene Keller, Schlammlawinen und Geröll auch in Bayern. In Arnsberg in Oberfranken herrscht am Abend Land unter. Der Backofenhitze folgt eine Katastrophenabkühlung. So heftig war das Unwetter, dass die Innenstadt mehr als einen Meter tief unter Wasser stand. Ja, also wir waren innen und haben rausgeschaut und auf einmal war die ganze Straße unter Wasser. Und ja gut, das ist von hinten, von vorne, von oben, von unten, von überall hergekommen. Es begann am frühen Abend, als heftige Gewitterwolken über dem Fichtelgebirge aufzogen. Komplette Straßen rissen die Wassermassen weg. Laut Feuerwehr wurden bis zu 2 Meter Erdreich unter den Verkehrswegen weggespült. Mit Sandsäcken versuchten die Einsatzkräfte, den Schaden an den Häusern möglichst gering zu halten. Ja, wir haben eine Unwetterlage mit mehreren vollgelaufenen Keller, Straßenüberflutungen, teilweise weggespülte Straßen. Und haben circa, also knapp an die 400 Einsatzkräfte momentan am Laufen. Und der Deutsche Wetterdienst warnt vor neuem Starkregen, besonders in Nordrhein-Westfalen. Die Gefahr, sie ist also längst noch nicht gebannt. Und gleich blicken wir auf die Nationalelf. 4 Spieler muss Jogi Löw nach Hause schicken nach diesem Wochenende. Eine wirklich schwere Entscheidung. Mehr dazu gleich. Bis gleich.
Willkommen zurück. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat nochmals bekräftigt, dass er abrüsten will. Ziel seines Landes sei die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Das sagte Kim in Pyongyang bei einem Gespräch mit dem russischen Außenminister Lavrov. Um das am 12. Juni in Singapur geplante Treffen mit US-Präsident Trump vorzubereiten, hält sich bereits einer von Kims Vertrauten in den USA auf. Heute will der frühere Chef des nordkoreanischen Geheimdienstes, Präsident Trump, ein vertrauliches Schreiben von Machthaber Kim überreichen. 58% der Deutschen sind dafür, dass im Todesfall jeder automatisch zum Organspender wird. Es sei denn, er oder sie widerspricht zu Lebzeiten. Das hat eine repräsentative Umfrage der Barmer Krankenkasse ergeben. In 17 europäischen Staaten gilt bereits die Widerspruchslösung. Im Gegensatz dazu dürfen Organe in Deutschland bislang nur dann entnommen werden, wenn der Betroffene einen Organspendeausweis besitzt. Ab heute muss in jeder bayerischen Landesbehörde ein Kreuz hängen. Diese Idee von Ministerpräsident Söder stößt vielerorts auf Kritik, sowohl von Oppositionspolitikern als auch von Kirchenvertretern. Der Bund für Geistesfreiheit erklärte, er erwäge juristische Schritte gegen den Erlass. Heute ist der 1. Juni, meteorologisch schon Sommerbeginn, aber gefühlt, Katja, haben wir ja eigentlich schon seit 4 bis 6 Wochen hier in Deutschland Sommer, oder? Absolut, ich muss ständig gießen. Richtig anstrengend. Tatsächlich war das der heißeste Mai seit fast 130 Jahren. Der wird uns in Erinnerung bleiben, wie Christoph Hipp zeigt. Blauer Himmel und Rekordhitze haben Deutschland in diesem Jahr in ein echtes Sommerparadies verwandelt. Der Hamburger Elbstrand wurde so kurzerhand zur Mittelmeerküste, der Münchner Eisbach zum kleinen Hawaii. Nach einem durchwachsenen Winter haben wir uns das schöne Wetter aber auch wirklich verdient. Absolut geiler Tag heute. Das Wetter tut mir richtig gut. Ich bin total glücklich. Traumhaft. Ich finde es einfach nur schön. Doch des einen freut ist auch des anderen leid. Denn zum Super-Frühsommermärchen gehören ebenfalls ungewöhnlich viele und heftige Unwetter. Überschwemmungen, so wie hier in Wuppertal, sorgten vielerorts für schwere Schäden. Na, hat man noch nie gehabt. Also wir haben jetzt seit 10 Jahren den Laden hier und in der Form das erste Mal. Andernorts wurden die Menschen wie hier in Niederbayern von schwerem Hagel überrascht. Und am nordrhein-westfälischen Viersen gab es sogar einen Wirbelsturm. Von jetzt auf gleich kam der Wind. Es war ein richtig komisches Geräusch. Man hatte das Gefühl, dass 10.000 Fenster auf waren und Durchzug ist. Man hörte nur, wie die Ziegel runterkamen. Es knallte und knisterte und das Geräusch dabei, es war so, ich hatte Angst. Alles ebenfalls Folgen der Superhitze, so Klimaforscher Mojib Latif. Das kann dann auch immer wieder zu sintflutartigen Niederschlägen führen, heftige Gewitter bis hin zu Tornados. Aber umgekehrt kann es auch lange Trockenperioden geben. Und das sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Und diese Medaille heißt Erderwärmung. Und auch der Juni geht genauso weiter, wie der Mai endet. Mit traumhaftem, aber auch leider genauso albtraumhaftem Wetter. Als Fernsehprediger kann man in den USA viel Geld machen. Richtig viel Geld. Millionen. Einer, der es in diesem Business ziemlich weit gebracht hat, ist Jesse Duplantis aus dem Bundesstaat Louisiana. Tja, und jetzt macht er nicht nur US-weit, sondern sogar weltweit Schlagzeilen, weil er seine TV-Gemeinde um eine Spende gebeten hat. Um eine 54-Millionen-Dollar-Spende, um genau zu sein. Aus den USA, Steffen Schwarzkopf. Das ist der Mann, der in direkter Verbindung zu Gott steht. Und Jesse Duplantis will ja nichts Besonderes. Er will nur einen himmlischen Auftrag erfüllen. Und der lautet: Kaufe dir diesen Jet, eine französische Falcon 7X. Das habe ihm nämlich der Allmächtige so gesagt, erklärt der Prediger seiner Gemeinde in seiner neuesten Fernsehbotschaft. Ich bin mir sicher, wenn Jesus heute leben würde, er wäre nicht auf einem Esel unterwegs, sondern in einem Flugzeug, um überall auf der Welt seine Botschaft zu verbreiten. Da mag er vielleicht recht haben. Ob Jesus aber, wie Jesse Duplantis, gleich 4 Privatjets gebraucht hätte, man weiß es nicht. Nummer 4, sagt der Gottesmann, hätte aber einen entscheidenden Vorteil. Ich komme mit dem Jet überall auf der Welt in einem Rutsch hin. Der 68-Jährige steht mit seinen Wünschen nicht ganz alleine. Auch andere millionenschwere US-Prediger besitzen Flugzeuge, Villen, Fernsehkanäle und meist eine ausgesprochen zahlungswillige Anhängerschaft. Jesse Duplantis bitte doch mal eben 54 Millionen Dollar zu spenden, erntet in den sozialen Medien zwar Kritik, aber auch viel Unterstützung. Schließlich heißt es da unter anderem, sei es ja Gottes Wille. Und Duplantis sein bescheidener Diener.
Jetzt kommen wir zum Fußball. Und sind Kevin Trapp, Jonathan Tah, Sebastian Rudi und Nils Petersen etwa schon raus beim Projekt Titelverteidigung, das ja in knapp 2 Wochen in Russland beginnt? Fast sah es so aus. Denn auf der DFB-Homepage ist ein Foto aufgetaucht, das für die WM 23 Spieler zeigt. Also genauso viele, wie der endgültige Kader umfassen darf. Dabei hat Joachim Löw noch bis Montag Zeit, diesen endgültigen Kader vorzustellen. Und den Hintergrund dieser digitalen Panne erläutert Gerrit Seewald. Das hat wohl niemand im Blick. Während die Nationalmannschaft in Südtirol mit Blinden trainiert, veröffentlicht der DFB in Frankfurt ein Plakat für Gehörlose. Das Problem, es zeigt nur 23 Spieler. 4 fehlen auf dem Pannenposter. Torhüter Kevin Trapp, Jonathan Tah, Sebastian Rudi und Nils Petersen. Alles tatsächlich Wackelkandidaten. Ist das etwa schon der offizielle Kader? Natürlich nicht, versichert ein sichtlich verunsicherter Oliver Bierhoff. Also auf keinen Fall. Also das muss irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist, gehe ich natürlich hinterher. Darf nicht passieren. Macht mich richtig sauer. Aber dem werde ich natürlich nachgehen und danke für den Hinweis. Aber ist kein Hinweis auf die finale Nominierung. Also keine Posterpanik. Das Plakat war tatsächlich nur eine Aktion, die Aktion Mensch zusammen mit einer Schule und bereits vor längerer Zeit entwickelt worden. Es zeigt die Namen der Spieler in Gebärdensprache und soll dazu beitragen, dass sich Fußballbegeisterte mit und ohne Behinderung gemeinsam über die WM verständigen können, schreibt der DFB auf seine Homepage. Wer also wirklich zu Hause bleiben muss, sehen wir und auch die Spieler wohl erst am Montag. Da muss sich Jogi Löw dann wirklich entscheiden. Und da fragen wir nach bei Dirk Schommerz. Er ist direkt im Medienzentrum in Eppern in Südtirol, direkt dran an den Spielern. Und du konntest heute sogar Joachim Löw selber fragen in der Pressekonferenz, ja, wie sich das anfühlt und nach welchen Kriterien er denn nun aussortieren muss. Wie war seine Antwort? Ja, er hat uns einen kleinen Einblick gegeben, wie denn dieser Entscheidungsprozess denn so abläuft. Klar ist ja auf jeden Fall morgen erst einmal dieses letzte Testspiel, Testländerspiel gegen Österreich. Und dann wird sich der Trainerstab am Sonntag nochmal zusammensetzen, so die letzten Eindrücke nochmal sammeln. Da wird natürlich über die jeweiligen Positionen geredet, was spricht für den einen Spieler oder sogar für den anderen. Und dann wird dann die Entscheidung fallen müssen. Wir haben auch mal reingehört, was er gesagt hat, wie genau denn jetzt welche Position besprochen wird. Da können wir mal in den O-Ton von Joachim Löw, des Bundestrainers, reinhören. Das heißt ja am Sonntag nochmal alle Erkenntnisse irgendwie zusammenzufassen, nochmal zu diskutieren, was war in diesen 2,5 Wochen. Dann diskutieren wir ja nicht über den gesamten Kader, sondern wir diskutieren ja über einige Spieler. Und dann überlegen wir uns einfach auch nochmal Vor- und Nachteile. Was passiert vielleicht während eines Turnieres? Wie sind die Positionen besetzt? Wie müssen wir die Positionen besetzen? Auf was kommt es an? Dann diskutieren wir über die Spieler. Und irgendwie wird dann auch mal eine Entscheidung getroffen, klar. Und dann am nächsten Morgen, am Montagmorgen, werde ich mit den Spielern reden. Ja, am nächsten Morgen wird er dann eben die 4 Spieler in sein Trainerzimmer bitten, die leider dann aus dem Trainingslager hier in Südtirol wieder abreisen müssen. Also nach dem Frühstück Montagmorgen ist die Stunde der Wahrheit. Keine schöne Situation, auch für den Bundestrainer. Das sind immer sehr, sehr ernsthafte Gespräche, keine schönen Gespräche. Fällt auch Joachim Löw sehr, sehr schwer, obwohl das ja schon einige Male vor großen Turnieren eben schon hat machen müssen. Gegen 12 Uhr dann wird der finale Kader dann der FIFA gemeldet werden müssen. Und dann am Nachmittag reisen dann auch die 4 Kandidaten hier aus Südtirol ab, die eben nicht mit nach Russland dürfen. Die Entscheidung fällt ja offenbar schwer. Das spricht ja durchaus für die Qualität des Kaders, dass es eigentlich alles gute Spieler sind. Und dass sie die Vorrunde schaffen dann in Russland, da zweifelt ja wohl niemand dran. Aber wie sieht es denn aus mit dem Ziel Titelverteidigung? Ja, das ist natürlich auch immer dem geschuldet, wie das Turnier für die deutsche Mannschaft erst einmal verläuft. Klar ist auf jeden Fall die Qualität im Kader, wenn wir uns einfach mal die Qualität der einzelnen Spieler anschauen. Das ist schon richtig gut, was die deutsche Nationalmannschaft da aufzubieten hat. Vielleicht sogar besser als in den letzten oder bei den letzten Turnieren.
nahezu jede Position ist doppelt besetzt, bis vielleicht auf die Rechtsverteidigerposition mit Joshua Kimmich. Aber da ist eben wirklich sehr, sehr viel Qualität, spielerische Qualität im Kader drin, gar keine Frage. Man muss natürlich auch im Verlauf eines Turniers gucken, wie funktioniert das Mannschaftsgefüge. Auch das ist immer sehr, sehr wichtig. Klar ist aber auch, der Bundestrainer, der macht hier einen sehr, sehr zufriedenen, einen sehr, sehr selbstsicheren Eindruck. Kann er auch sein, wie er auch heute bei der Pressekonferenz gesagt hat, nämlich was die Trainingsinhalte angeht, was den Ablauf hier in Südtirol angeht, da ist man absolut im Soll. Natürlich gibt es noch einige Baustellen, aber es ist ja noch viel, viel Zeit bis zum 17. Juni, bis zum ersten Gruppenspiel gegen Mexiko. Und auch Verletzungssorgen, die hat er ja nicht wirklich. Jerome Boateng, der trainiert zwar immer noch separat, individuell, aber macht schon Passübungen, also arbeitet schon mit dem Ball. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Manuel Neuer, der ist quasi mit dabei in Russland. Da muss man zwar morgen noch mal das Spiel anschauen und abwarten, aber ich tendiere dazu zu sagen, Manuel Neuer ist in Russland mit dabei. Und dann wird die deutsche Mannschaft mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Dirk Schommertz, vielen Dank für diese Informationen aus Eppan. Und wir machen direkt weiter mit Wirtschaft und Börse. Das heißt, wir schalten zu Johanna Klar von der Aktionär TV in Frankfurt. Und jetzt zum Wochenende, wir haben Freitagnachmittag, schwenkt der DAX sogar auf Erholungskurs. Johanna, woher kommt diese gute Stimmung bei den Anlegern? Und das ausgerechnet an dem Tag, wo der Zollstreit mit den USA quasi eskaliert. Naja, das liegt ganz einfach daran, dass das ganz große Thema, was die letzten Wochen beherrscht hat, nämlich die politische Krise in Italien, jetzt wohl doch zu einer Lösung gekommen ist. Denn es gibt doch eine Koalition zwischen den Parteien Lega und Fünf Sterne. Ja, das ist eine eurokritische Koalition. Aber die Experten hätten, wenn es zu Neuwahlen gekommen wäre, im Herbst hier noch wesentlich schärfere Eurokritik erwartet. Und dementsprechend ist man hier erleichtert über das, naja, nennen wir es sozusagen mal das kleinere Übel. Es ging hier deutlich in den positiven Bereich. 1,4% im Plus ist der DAX jetzt und kratzt auch schon an der Marke von 12.800 Punkten. Zusätzlich sind auch noch die US-Arbeitsmarktdaten besser ausgefallen, als man zunächst erwartet hatte. Werfen wir einen Blick auf die Einzelwerte, da finden wir bei den größten Gewinnern die beiden Banken wieder. Zuletzt stark gebeutelt, auch hier ist man erleichtert, dass es nicht zu Neuwahlen kommt. Und wir sehen die Schnäppchenjäger bei der Deutschen Bank, nachdem diese gestern 7% verloren hat. Munich Re, ThyssenKrupp und Heidelberg Zement ebenfalls etwas fester unterwegs. Und wenn wir auf die andere Seite schauen, dann haben wir lediglich 4 Einzelwerte leicht negativ eingefärbt, auch defensive Werte dabei. Aber wir haben beispielsweise Vonovia, RWE, E.ON, Fresenius Medical Care und Beiersdorf dann schon wieder 0,5% im Plus. Die Kurve hinter dir zeigt nach oben. Danke dir, Johanna. Schöne Grüße nach Frankfurt. Und das waren die Nachrichten für den Moment. Die nächsten Nachrichten gibt es dann wieder um 16 Uhr. Bleiben Sie bei uns.